Jetzt geht es weiter. Jetzt will ich mal meine mit Sonja. Mit Sonja, und die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sonja. Ja, hallo. Also ich kann nicht anders. Und zwar, ich lüge ständig. Ach. Ja. Aber es sind jetzt nicht so eine kleinen harmlosen Notlügen oder so. Es geht dann gleich richtig heftig zur Sache. Angefangen habe ich damit vor so 6, 7 Jahren. Mhm. Also mit 15. Mhm. Und zwar fing es da an mit der größten Lüge bis jetzt, glaube ich. Da habe ich, also meistens belüge ich halt irgendwelche Freunde. Ich weiß auch nicht warum. Das passiert einfach. Mhm. Und die Lüge war halt, dass ich vergewaltigt worden bin. Mhm. Und das stimmte aber nicht. Das hast du Freunden erzählt oder deiner Mutter damals oder wem? Nein, meinen Eltern. Denen habe ich es jetzt erst vor kurzem erzählt. Aber es ist ja halt immer noch eine Lüge. Aber wem hast du es denn damals erzählt? Einfach guten Freunden. Um dich wichtig zu machen? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Hast du auch noch gesagt, dass du den Täter kennst? Und hast es war ein Unbekannter im Park. Unbekannter im Park, ja. Da warst du 14, ne? So 14, ja, 15. 15, ja. Mhm, ja. Genau. Und du hast es jetzt im Nachhinein deinen Eltern erzählt, obwohl es gar nicht stimmt? Ja. Warum? Ja, weil sich das, also, weiß nicht, kam da einfach nicht mehr raus. Eine Lüge hat die andere abgelöst sozusagen, also... Ja, na gut, aber nach 7 Jahren müsste doch eigentlich das Thema dann mal irgendwie vom Tisch sein, oder? Ja, nur in letzter Zeit ging es mir dann auch öfter mal nicht so gut oder so. Und viele Freunde haben es dann halt auch auf die Vergewaltigung geschoben, Nachfolgen, Spätfolgen und so. Was hatte das denn, das war die erste fulminante Lüge, die du formuliert hast. Ja. Was hatte denn das damals so für eine Wirkung, als du das dann gesagt hattest? Einfach unheimlich viel Mitgefühl und also nicht Mitleid direkt, aber einfach, die haben sich alle unheimlich gekümmert. Mhm. Also ich habe es auch nicht so vielen erzählt, aber es hat schon gereicht. Mhm. Also warst du, kann man sagen, vor dieser Lüge eigentlich einsam und hast dich nicht so beachtet gefühlt? Nein, gar nicht unbedingt, das ist es ja. Ich verstehe ja nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich meine, ich hatte ja gute Freunde, ich habe die Freunde immer noch, aber... Mhm. Ja, vielleicht hatte ich Angst, die Freunde zu verlieren. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Also, so, das war jetzt ein Beispiel, ein ziemlich heftiges Beispiel, wie ich finde. Sag mal noch ein paar andere Lügen, die du so von dir gibst. Zum Beispiel, dass ich schwanger war, obwohl ich nicht schwanger war. Oder dass mein Vater gestorben ist. Also so lauter so eine Sachen. Aber du kannst doch niemandem aus deinem nahen Umfeld erzählen, dass dein Vater gestorben ist. Die wissen das doch. Ja, das doch weiß ich nicht. Leute aus der Uni oder so, die halt... Ach so, die nicht so ganz nah an dir dran sind. Ja, genau. Mhm. Immer, es sind immer so Hammerlügen, ne? Ja, genau. Wo die Leute dann mit Erschrecken, Entsetzen und Mitleid reagieren. Genau. Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, dass das noch schlimmer wird, je älter du wirst? Ja, das Problem ist ja jetzt, dass die sich so eine Sorgen gemacht haben, dass sie mir geraten haben, eine Therapie zu machen. Und inzwischen bin ich auch schon bei einer Therapeutin. Mhm. Und das Problem ist, ich lüge sie ja auch an. Lügst du mich jetzt vielleicht auch an? Nein, das ist ja... Das ist ja immer so eine Sache mit dem Lügen. Ja. Dieses ist jetzt Wahrheit, was du mir sagst. Genau. Also du lügst nicht, dass du immer lügst. Genau. Ja. Ja. Mhm. Warum, also wer hat dir denn empfohlen, zu einer Therapie zu gehen? Einfach gute Freunde. Also die das auch durchblickt haben, dass da irgendwas schiefläuft bei dir und dass du lügst? Nein, dass ich lüge, das wissen sie nicht. Ach so, die haben dich in eine Therapie geschickt aufgrund der vielen Schicksalsschläge, die wiederum aber gelogen waren. Ja, richtig. Daraufhin bist du in eine Therapie gegangen, was ja ein bisschen absurd war, ne? Ja, eben. Du bist nicht in die Therapie gegangen wegen des Lügenproblems. Genau. Ach so. Jetzt sitzt du da bei der Therapeutin und was erzählst du dir denn? Das Gleiche, was ich meinen Freunden erzähle. Dass du vergewaltigt worden bist. Auch, ja. Und die Therapeutin sitzt da und ist auch betroffen und stellt ernste Fragen. Richtig. Was treibst du für ein Spiel da, Mensch? Ja, das weiß ich ja selber nicht so genau. Wie kommst du dir denn dabei vor? Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich habe keine Ahnung. Jetzt erklär mir mal, das ist mir nicht eingängig, wieso du diesen Schritt zu einer Therapie gemacht hast. Warum? Ich weiß es nicht. Ich am Anfang dachte ich ja noch, dann erzähle ich der Therapeutin halt, wie es wirklich ist. Also, dass ich lüge, aber... Ach so. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Ich habe da weitergelogen. Was ist denn im Moment die schlimmste Lüge in deinem Leben? Neben dieser Therapie jetzt? Ich glaube, es ist immer noch die Vergewaltigung. Mhm. Hast du einen Freund zurzeit? Ich habe gerade einen netten Typen kennengelernt, aber der will keine Beziehung. Also und es sind auch schon ein paar Beziehungen dran kaputt gegangen an dieser Vergewaltigung sozusagen. Unglaublich. Und jetzt hast du im Nachhinein deinen Eltern das erzählt mit dieser nicht stattgefundenen Vergewaltigung. Genau. Du hast ihnen aber gesagt, die müssen doch entsetzt sein. Ja, waren sie auch. Die sind auch ziemlich fertig im Moment. Das ist noch nicht lange her. Es war Ende letzten Jahres, dass ich denen das erzählt habe. Und du sitzt dann vor denen und erzählst denen mehr oder weniger haarklein, was da Schlimmes passiert ist? Nee, ich habe ihnen Briefe geschrieben.
Aber in den Briefen hast du es dann auch so... Haarklein nicht. Also ich habe ihnen nur die groben Fakten geschrieben und habe dann auch gesagt, ich will erstmal nichts von mit ihnen so zu tun haben, also ihnen nicht nahe sein und nicht mit ihnen sprechen. Mhm. Das haben sie halt auch akzeptiert. Ich gehe mal davon aus, dass du auch so eine gute Freundin hast, eine Busenfreundin. Ja. Die belügst du auch permanent? Permanent nicht, also nicht so viel wie die anderen, aber da sind auch schon einige heftige Lügen bei. Mhm. Also das mit der Vergewaltigung zum Beispiel. Dann ist ja unser Gespräch im Moment etwas ganz Besonderes für dich. Ja, richtig. Das heißt, seit die ganze Zeit Herzklopfen wie sonst was. Mhm. Das heißt, seit 7 Jahren ungefähr richtig. Offenbarst du dich jetzt allen Menschen und somit sehr vielen Menschen automatisch, weil es eine öffentliche Sendung hier ist, dass du in grundlegenden Dingen immer lügst. Ja. Und dir steht das Wasser im Moment ziemlich bis zum Hals und weißt nicht mehr so recht, was du weiter, wie du dich weiterverhalten musst. Das Schlimmste kommt ja noch, also die Therapeutin, die hat sich dann halt auch sehr bemüht und gekümmert und so weiter. Und jetzt ist es halt so weit, dass ich Ende des Monats auf eine Kur fahre in eine Klinik. So. Mhm. Zur Therapie, weil die der Meinung sind, dass ich das alleine nicht schaffe und immer in der Annahme, dass du eine schwere Vergewaltigung hinterlässt. Wie dramatisch hast du diese Vergewaltigung denn geschildert? Ich weiß nicht, es war halt ein Fremder im Park und er hat mich halt körperlich verletzt und seelisch auch und ich weiß nicht, ich habe es wohl überzeugend rübergebracht. Mhm. Ja. Und die Therapeutin hat auch überhaupt keinen leisen Zweifel, dass das alles gelogen ist? Überhaupt nicht. Das Schlimme ist ja, wenn du jetzt reinen Tisch machst bei deinen Leuten, das wirst du dir wahrscheinlich schon 100 Mal überlegt haben. Dass du alles kaputt machst, wahrscheinlich. Ja, dass man dir nie wieder glaubt und dass alle entsetzt sind. Wie kann die denn mit uns, mit unseren Gefühlen so spielen? Ne? Ja, wir sind, zumal das schon so lange geht. Ja, wir sind voller Mitleid und wir kümmern uns um sie und machen dieses und jenes. Ja. Auch bezogen auf die Eltern, ne? Ja. Wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Ach, eigentlich so ganz gut. Also ich habe zu beiden nicht so den super Kontakt, aber halt so ab und zu mal telefonieren Was machst du vom Beruf? Ich studiere noch. Du studierst, Das habe ich gerade auch geschlossen aus dem, was du gesagt hast. Was studierst du? Erziehungswissenschaften und Soziologie. Ich glaube, Sonja, der allererste Schritt, den du jetzt machen musst, um irgendwie eine Ordnung in dein Leben zu kriegen, ist, dass du dich dieser Therapeutin offenbarst. Ja. Wirst du sie dann nochmal sprechen vor diesem Kuraufenthalt? Ja, noch zweimal. Ich meine, da bist du in einem abgeschlossenen Raum, in einem therapeutischen Raum und sie wird Profi genug sein, um nicht menschlich darauf zu reagieren, nämlich zornig und so, sondern sie wird das hoffentlich sachlich einordnen. Ich habe es ja schon versucht, ich kann nicht, es geht nicht. Ich habe es ja wirklich mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich hingehe, aber jedes Mal, dann stellt sie eine Frage und dann rutsche ich wieder in das alte Muster zurück. Mhm. So, wenn du das mündlich nicht kannst, dann setz dich in der stillen Stunde, sprich morgen oder in sehr baldiger Zeit hin und schreib ihr vor deinem nächsten Besuch einen Brief und offenbare dich. Ja. Das heißt, wenn du zu ihr gehst, weiß sie schon Bescheid. Mhm. Und dann werdet ihr beide genug Arbeit haben, das aufzuarbeiten und zu hinterleuchten, warum du so viel lügst. Mhm. Ne? Ich meine, du studierst Erziehungswissenschaft, das heißt, du beschäftigst dich auch mit Psychologie. Ja. Da musst du doch eigentlich über dich selbst unmäßig ins Grübeln kommen. Warum tue ich das? Ja, klar. Ist da so viel Narzissmus, so viel Egozentrik, dass du ständig so diese Beleuchtung haben willst von außen? Nein, also würde ich gar nicht mal sagen. Nee, ich weiß nicht, warum. Das wäre so der erste Gedanke, das Mädel will immer zum Mittelpunkt stehen. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen ansonsten. Mhm. Also ich will ja nicht Küchen psychologisieren. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Aufgabe für einen Fachmann. Wie du dann behutsam in deiner privaten Umwelt dieses auflöst, das weiß ich so spontan auch nicht. Hm. Ich glaube, dass ihr das dann so peu à peu in der Therapie irgendwie herausklamüsern müsstet. Ja. Die Gefahr, dass du Menschen verlierst, die ist da. Ja, klar. Zu Recht auch, weil die sich so verarscht fühlen und hinters Licht gezogen fühlen. Klar, ne? Ja. Aber immerhin, du hast angerufen hier heute Abend. Ja. Nach 7 Jahren Lüge. Ja. Nach 7 Jahren, ich kann nicht anders. Eben. So, und jetzt gehst du zur Therapeutin und wirst ihr das sagen, was du mir auch gesagt hast. Und wenn du es nicht kannst, schreib es ihr vorher auf. Schreib ihr einen Brief. Das werde ich wohl eher machen, wenn dann, ja. Ja, ist doch ein ganz guter Trick, um sich selbst so ein bisschen auszutricksen, ne? Um die eigene Angst auch loszuwerden. Ja.
Sonja. Dann liegt eine harte Arbeit vor dir. Ja, allerdings. Mann. Dennoch alles Gute von mir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss.